Ja, herzlich willkommen zum Newsletter 115, der ganz spontan unter dem Regenbogen entstanden ist. Bin auch noch nicht ganz fertig, aber wir laden Sie ein zu den Unterkrumbacher Werkstatttagen, und zwar den 17. Am Freitag, den 26. Juni, besucht uns der Publizist Christian Nürnberger mit seiner Frau Petra Gerste, die Sie vielleicht vom Heute-Journal kennen. Und er liest aus seinem neuen Buch Die verkaufte Demokratie, das sich ausführlich auch mit der Hersbrucker Alb beschäftigt. Deshalb haben wir auch die Buchprotagonisten Rainer Wölfel, Hans Kleschewski und die Familie Eberhardt eingeladen, und natürlich gibt es feines Essen von Heimat auf dem Teller. Am Samstag und Sonntag ist natürlich wieder Tag der offenen Tür. Wenn Sie ein Kleinmöbel zum Nachölen haben, sagen Sie uns Bescheid. Vielleicht können wir daran allen Besuchern zeigen, wie einfach das geht. Am Samstagabend liest der Feuilletonchef der Nürnberger Nachrichten, Steffen Radlmeier, aus seinem Buch Die Billy Joel Story. Und auch diese hat ganz viele Verbindungen nach Franken. Die Musik von Billy Joel machen die genialen Musiker Werner Canzora am Piano und John Marshall, die Sie auch leise im Hintergrund hören. Am Sonntag um 11 Uhr nehmen wir mit Diana Brückel wieder eine Folge der Kocheinrichtung auf, so ähnlich wie wir das auch auf der Hersbrucker Gewerbeschau gemacht haben. Die Videos mit Ulrich Mali und dem Sous-Vide-Papst Hubertus Tschirner sind ebenfalls im Newsletter verlinkt. Der Landkreislauf war bei uns zu Gast in Unterkrumbach und wir haben einige ganz neue Sofas, neue Leuchten und natürlich Möbel in unserer Ausstellung, die Sie ganz herzlich zum Probebesitzen einladen. Außerdem warten wieder einige Sonderangebote auf Sie, wie zum Beispiel ein Miele Kombidampfgarer oder ein nagelneuer Einbaukühlschrank. Abgerundet wird der Newsletter mit einigen Impressionisten und Impressionen aus Paris. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Unterkrumbach zu den Werkstatttagen oder wann immer Sie dafür Zeit finden. Wir sind auch am Samstag für Sie da. Bis bald!